Hallo, dies ist ein Talk über die Erstellung eigener Programmiersprachen, die nicht Mist sind. Und Sprachen, die nicht Mist sind, sind die ersten, die wir lernen wollen. Für mich war das die erste Programmiersprache, die auf diesem Computer lief, auf dem Apple IIe, den ich habe, den mir mein Vater in 1983 gegeben hat. Ich habe ihn heute mal angemacht, er funktioniert immer noch und darauf läuft eine Programmiersprache namens AppleSoft Basic und dafür kann man immer noch Dokumentation finden. Zum Beispiel gibt es da eine Einführungsanleitung und da steht drin, wie ein einfaches Programm aussieht. Man kann alle Zeilen sehen, zu jeder Zeile gibt es eine Nummer und jede Nummer hat dann ein Kommando. Es gibt keine Klassen und Funktionen, sondern es ist wirklich nur, mach dies, mach das, spring jetzt zu dieser Zeile und es war viel Spaß damals. So, wir benutzen jetzt also das Racket-System, um das zu implementieren. Und Racket ist großartig. Es ist eine komplette Werkzeugkasten, um sich seine eigenen Sprachen zu erzeugen. Es hat Unterstützung für viele Sprachen und es play with the code for this talk yourself. I put everything on GitHub in a repository. Und wenn du mit dem Code spielen möchtest, ist ein Download-Link verfügbar und auch mit allem Code. Ich muss Sie warnen, dieser Talk ist sehr heavy in Programmiercode. Ich werde also vor euch eine Menge Code schreiben und wenn das einfach zu viel für euch ist, ist das okay und es ist kein Problem, wenn ihr einfach geht und euch einen anderen Talk anguckt. Aber wenn ihr euch jetzt gerne ein bisschen ernsthaftes Hacking angucken wollt, dann wäre das vielleicht ein Talk für euch. So, also Racket, wenn man es startet, kommt als erstes mit einem leeren Bildschirm, so wie diesem. Jede Datei fängt an mit diesem Raute lang Zeile, die einem zeigt, in welcher Sprache diese Datei geschrieben ist. Und das System unterstützt viele Sprachen und eine davon wird auch Racket genannt. Racket ist eine okay Sprache, aber hat auch ein paar nervige Aspekte. Wir können hier jetzt mal was ausgeben, indem wir die Display-Funktion aufrufen und wenn wir dieses Programm jetzt ausführen, sehen wir das Output, aber manchmal kann man vielleicht auch mehrere Dinge anzeigen, wie zum Beispiel ein Erklärtext zusammen mit einer Berechnung. So, das hier wäre jetzt die normale Racket-Sprache ist halt ein Lisp-Dialekt, wo überall immer Klammern benutzt werden und wo der Operator immer vor dem Rest steht. Das heißt, man schreibt nicht 1 plus 1, sondern man schreibt die Summe von 1 und 1. So, hoffentlich wisst ihr, was das jetzt geben soll, aber wir kriegen erstmal eine Fehlermeldung. Aber Display nimmt nur ein Argument an. Das zweite Argument soll also ein Port dafür, wo die Ausgabe hin soll. Also, wenn wir mehrere Teile im Output haben wollen, dann müssen wir mehrere Calls eingeben. There you go. So, jetzt haben wir das. Das ist aber natürlich super nervig. Und selbst AppleSoft Basic hatte eine Option, wo du einfach Print sagen konntest und dann einfach mehrere Dinge nacheinander ausgeben. So, aber wenn wir das versuchen jetzt hier, geht es nicht. So, das ist einfach nicht eingebaut. So, also werden wir das jetzt einfach mal selber definieren. Und um das zu machen, schreiben wir ein Makro. Und das heißt, dass wir diese Form mit dem Print am Anfang, das wird übersetzt werden in einen Code, den Racket schon kennt. Das heißt, wir wollen das übersetzen in diese zwei Calls zu Display. Und eine Beschränkung, die wir bedenken müssen, ist, dass eine Form immer nur auch nur in eine andere Form übersetzt. Das heißt, wir müssen jetzt hier einen Begin-Block davor packen und das Ganze mit umklammern. Wir können das jetzt hier einmal auskommentieren, damit
für das zur Referenz haben. Und um jetzt eine Funktion zur Kompilierzeit zu definieren, benutzen wir Define Syntax. Das ist ein neues Stück Syntax, das wir also definieren, und das fängt wieder mit einer neuen offenen Klammer an. Und die Funktion zur Kompilierzeit wird aufgerufen mit einem Argument, und das ist dieses Stück Syntax, was wir da jetzt eingeben. So, um das jetzt zu übersetzen in diese Beginnform, müssen wir es ein bisschen auseinandernehmen, die Argumente identifizieren und dann parsen. Und um zu parsen, benutzen wir eine Bibliothek, die nennt sich Syntax-Parse. Das importieren wir jetzt als eine Bibliothek. Das ist nämlich kein normales Feature in der Standardbibliothek. Und wir werden dieses Syntax-Parse werden wir benutzen innerhalb einer Funktion, die zur Kompilierzeit läuft, oder zur Syntax-Kompilierzeit, wie wir gerne sagen. Deswegen benutzen wir das Keyword forSyntax, damit wir das da benutzen können. So, das heißt, wir schreiben jetzt hier Syntax-Parse und wollen dieses Form benutzen. Und jetzt beschreiben wir ein Schema, nach dem ersetzt werden soll. So, wir fangen an mit print, und das hat ein Argument, und dieses Argument ist eine Expression, dazu benutzen wir diesen Doppelpunkt. Und das wollen wir jetzt übersetzen in ein anderes Stück Syntax. Um eine Syntax zu erstellen, benutzen wir eine Raute und dann einen Backtick, und wir schreiben displayArg für das, was passieren soll. Jetzt benutzen wir das erstmal so und probieren das aus. Es ist erstmal nichts im Prompt, aber wenn wir jetzt das Print-Keyword benutzen, und dann funktioniert das. Aber es funktioniert erstmal noch nur mit einem einzelnen Argument. Wir wollen es ja mit mehreren benutzen. So, um das zu machen, wie machen wir das? Wir wollen nicht nur ein Display-Arg, sondern wir wollen mehrere Argumente. Wie machen wir das? Wir tun hier drei Punkte hin. Das ist fast so einfach, um wahr zu sein. Und jetzt heißt das, dass wir beliebig viele Argumente, so viele wie wir wollen, annehmen können. Und jetzt, wie vorhin, müssen wir das in einen Beginn übersetzen, weil wir jetzt mehrere haben. Und wir wollen jetzt also so viele Display-Aufrufe, wie wir Argumente haben. Und das können wir einfach machen, indem wir hier wieder drei Punkte hinmachen. Und Racket wird automatisch verstehen, dass das bedeutet, dass wir einfach einen Display-Aufruf für jedes Argument haben sollen. So, jetzt können wir das Ganze nochmal ausprobieren. 1 plus 1 ist gleich und plus 1, 1. Und jetzt funktioniert es. Wunderbar. Nun, jetzt haben wir eine neue syntaktische Form zur Racket-Sprache hinzugefügt. Das ist relativ einfach. Und wir werden das jetzt als kleinen Syntax-Block für unseren kleinen Maschinenblock benutzen. So, das ist jetzt vielleicht ein guter Punkt, um unsere Arbeit abzuspeichern. Und deswegen nenne ich diese Datei jetzt einfach basic.racket. So, okay. Well, we got that print thing, which is similar to the print. So, jetzt haben wir dieses Print hinzugefügt, was ähnlich dem Print in Basic ist. Aber das Basic-Programm sieht noch ein bisschen anders aus. So, wir haben jetzt hier Print Hello World zum Beispiel, und dann hat man wieder nochmal eine Zeilennummer mit Go to 10. Das ist also immer das erste Programm, das etwas wiederholt ausgeben kann. Das ist natürlich noch nicht möglich. Und auch diese komischen Klammern sind auch noch im Weg. Wenn wir jetzt also eine neue Sprache in Racket erstellen, wie man das macht, ist, man startet mit einem mit dieser zeilenbasierten Syntax, die wir aus der Apple II Syntax noch kennen. So to that end, we'll just start by saying, you know, 10 print, what we'll say, offene Klammer, wir sagen Hello World. Vielleicht müssen wir auch noch uns noch um den Print Case kümmern. Jetzt 20, go to 10. So starten wir. Again, we have to think about how we will translate. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir das übersetzen können, dieses Racket. Das Programm macht noch nichts. Es speichert nur das Print Command. Into storage of the den Ample Soft Interpreter. Und jetzt heißt es, start das Programm bei Linie 10.
Es reicht nicht, das in den Print-Call das zu übersetzen, man muss auch die Nummern richten. Wir sagen, okay, wir definieren eine Funktion, nennen sie Line 10 und wir nehmen diese und sagen, sie soll Hello World callen. Und jetzt definieren wir noch eine Funktion, die wir Line 20 nennen. So GoTo, of course, in Racket doesn't exist, but we can. Wir können einfach zu einer anderen Funktion gehen und indem wir sie callen, indem wir sie rufen. And well, you can already see that eventually this is hardly going to work as nicht funktionieren, weil Line 10 nicht bis 20 vorgehen wird. Damit der Ruf in die richtige Direktion, in die richtige Richtung geht. We're just going to start with a single line and then we don't need a call. Wie funktioniert das? Ja. We again say define. Wir sagen jetzt wieder definiere Syntax. In this case, we're just going to define a piece. Und dieses Stück Syntax nennen wir Basic. An entire form as its argument. We'll start. Wir starten mit einem einzelnen Kommando. Syntax parse here, pass it the form and say, well, basic, and the way basic. Diese Basic-Kommandos funktionieren, das integer, and then there is a command, which is in right, in, it's just an expression. Ist ein Kommando als Command und in der Racket-Sprache heißt es Expression. Well, we can see up there, right? We want to translate. Wir wollen es übersetzen in define. Das ist eine offene Klammer. We're going to have to cook up that line 10 name. Wir werden es etwas verschieben bis später. Wir werden hier einfach einfügen Commands im Körper der Funktion. Okay, so that leaves the problem of computing the name. Das lässt das Problem aber übrig, dass den Namen der Initialen. And to that end, I want to call a function called. Jetzt will ich eine Funktion rufen, die Format it heißt. Es nimmt etwas, was ich gleich erklären werde. It takes a pattern, which is sort of. Es ist ungefähr wie. Wie Funktion f, die printf. Dann versucht hier wieder line number einzufügen. Ich muss eins verstehen, das Syntaxstück, das die Nummer repräsentiert, ist was anderes als die Nummer selbst. Then it says, well, there's a piece of syntax. Ja, also wenn ich das zum Beispiel eingebe, dann sagt es, es gibt ein Stück Syntax, das die Nummer 10 enthält. Aber wenn wir wirklich die Nummer 10 wollen, dann wenn wir wirklich die Nummer 10 wollen, kann ich eine Funktion rufen, die Syntax E heißt. Here, hash backquote 10, then wenn ich dann diese Funktion im Syntax E, dann gibt es mir die Nummer 10. That's what that line number is, so I need to call syntax E here. Moreover, dieses habe ich hier drei Punkte gelassen. Also, takes an argument that is das nimmt ein Argument, das den syntaktischen Kontext genannt wird. Wenn es zu Identifikatoren kommt, dann, wenn es um Namen geht, kann ich Namen zusammenstöße. Es geht hier nicht darum, es ist nicht der Hauptthema dieses Vortrags. We want to define the line numbers sort of at the same level as the basic form that appeared, so we'll just stick this here. Just a little piece of magic here. Ein kleines Stück Magie, das wir jetzt einfach mal akzeptieren müssen. So, well, this thing, we want to stick that in. Also müssen wir es right? Hier einfügen. Okay, dieses Stück werden wir jetzt also hier einfügen. Wir nennen das jetzt einfach Name. Und ich möchte das dann hier unten einfügen. Aber hier gibt es ein sehr subtiles kleines Problem. Und zwar, wenn wir hier eine Schema-Variable haben, kann ich das einfach in der Syntax benutzen. Zum Beispiel kann ich da einfach dieses Command einfügen und Racket versteht, dass ich das da oben meine. Das aber
Leider, also es gibt Gründe dafür, aber leider funktioniert das nicht bei sowas wie Name, was ein normales Binding ist und kein Pattern Binding. Das heißt, um dieses Stück Code da zu evaluieren, muss ich Raute Komma eingeben, um klarzumachen, dass es sich hierbei um einen Ausdruck handelt, dessen Wert wir haben wollen. Das ist vielleicht etwas verwirrend am Anfang, aber da gewöhnt man sich dran. Also haben wir jetzt hier oben ein Pattern und haben wir ein normales Binding. Und na, wenn man das dann in der Syntax benutzen will, dann muss man da ein Raute Komma davor machen, das auch ein Unquote genannt wird, also eine Endquotung. So, und jetzt sind wir schon in den ersten Fehler reingerannt, den ich gerade benannt habe, dieses Syntax I auf Line-Name benutzt habe. Aber da gilt das Gleiche. Ich kann nicht einfach so eine Pattern-Variable in normalem Code benutzen. Deswegen, was ich stattdessen machen muss, ist, dass ich da ein Präfix davor packen muss mit diesem Raute-Backquote, damit die Sprache weiß, dass sie in dem Namensraum der Pattern-Variable nachgucken muss. So, dieses Format minus id ist in einer separaten Bibliothek, deswegen kennt die Sprache das aktuell noch nicht. Deswegen will ich nicht nur Syntax Parse, sondern auch eine Bibliothek namens racket-syntax. Und jetzt können wir wieder zurück zu unserem Code. Wir führen das aus und wir haben keine Fehler. Es ist leise. Und jetzt können wir das einmal ausprobieren. Wir benutzen jetzt basic 10 print basic 10 und dann print hello world. Passiert irgendwas? Es wurde jetzt einfach gespeichert, das Stück Code. Und wenn wir das jetzt aufrufen, dann wird das ausgeführt. So, hurra! Wir haben jetzt eine sehr einfache Version der Basic-Programmiersprache. Okay, so, jetzt haben wir ein einzelnes Kommando in einer Basic-Programmiersprache, aber natürlich wollen wir mehrere davon haben. Also gucken wir jetzt mal, wie wir das machen können. Sagen jetzt Syntax Parse, dass da mehrere Zeilen drin sein können mit diesem Punkt, Punkt, Punkt. Das müssen wir aber natürlich dann vielleicht anders übersetzen. Aktuell hat unsere Expansion nur eine einzelne Definition für eine einzelne Zeile, aber das müssen wir jetzt erweitern, damit das auch mehrere Definitionen unterstützt. So, um das zu machen, also Racket ist eine funktionale Programmiersprache, also benutzen wir eine Map. Und das heißt, jedes Stück Syntax wird also eine bestimmte Definition jetzt zurückgeben. Dazu benutzen wir ein Lambda. Da machen wir wieder drei Punkte rein. Das ist ein subtiler Aspekt, zu dem ich gleich zurückkommen werde. So, und worüber wollen wir jetzt unsere Map anwenden? Naja, wir wollen über alle und Zeile alle Kommandos anwenden. Das heißt, wir benutzen jetzt einmal hier die Zeilennummer. So, wir haben aber nicht nur eine Zeilennummer, sondern wir haben mehrere. Also brauchen wir wieder die Punkt, Punkt, Punkt. Also müssen wir es so benutzen. Mit diesen drei Punkten dahinter, sonst wird Racket nicht verstehen, was wir meinen. Und diese Zeilennummer ist jetzt also eine Pattern-Variable. Und diese Pattern-Variablen funktionieren nur mit diesem Raute-Backquote-System. Und jetzt brauchen wir das Gleiche nochmal mit den Kommandos. So, wir sind aber immer noch nicht fertig, weil, wie ihr euch vielleicht erinnert, dieses Raute-Backquote gibt immer ein Syntax-Objekt zurück, aber wir wollen es ja in Lisp, also weil wir müssen es ja in Map eingeben. So, Map hat eine nützliche Funktion, die wir da benutzen können, die sich Syntax-to-List nennt. Und das ist auch für die Kommandos, brauchen wir das auch. Und das erlaubt uns, über diese Syntax-Elemente zu iterieren. So, und jetzt kommt die Subtilität. Da, wo wir jetzt plötzlich hier Line-Nummer-Command als normale Lambda-Parameter genommen haben, sind es nicht mehr Pattern-Variablen. So, das ist jetzt der subtilste Aspekt von diesem ganzen Makrosystem, was wir in Racket haben. Ne? Wenn man das hier genau versteht, die Pattern-Variablen kommen von da oben und alles andere, alles, was nicht da oben im Syntax-Parse Pattern-Variablen ist, ist keine Pattern-Variable. Das heißt, in diesem Fall sind es normale Variablen und deswegen werden sie nicht benutzt und brauchen auch keinen Hash-Backquote mehr. So,
Und das bedeutet auch, dass Racket jetzt nicht einfach so die Pattern-Variable durch ihre Expansion ersetzen wird. Deswegen müssen wir hier nochmal so ein Raute-Komma davor machen. Wenn ihr das verstanden habt, dann wird es euch schon ganz gut gehen dabei. So, wir haben keine Fehlermeldung, wenn wir das Ganze ausführen. Wir probieren es nochmal, dieses Basic-Programm. Und, oh, es beschwert sich. Da ist wieder eine Trap. Beziehungsweise nicht eine Trap, sondern etwas, was wir schon mal gesehen haben. Und zwar Map gibt eine Liste zurück. Das sehen wir hier mit diesem Anführungsstrich und der Klammer auf. Und das bedeutet, dass Map eine Liste produziert hat, aber Bracket möchte eigentlich ein Syntaxobjekt. Wenn man jetzt aus Lisp oder Clojure kommt, dann erwartet man eigentlich, dass eine Liste auch als Syntax-Objekt nutzbar ist, aber Racket trennt das sehr explizit. Und das erlaubt uns, die bessere Fehlermeldungen zu bekommen und auch um die Code-Hygiene für die lexischen Bindungen innerhalb der Sprache. Also das ist nicht wichtig für diesen Talk, aber es ist just so you know, damit ihr es wisst. So, wir haben jetzt mehrere Definitionen hier also. Und da wir mehrere Definitionen in eine syntaktische Form bringen wollen, benutzen wir wieder dieses Begin. Und genauso wollen wir das Ergebnis dieser Map, die Ergebnis der Evaluierung. Also brauchen wir hier einmal das raute Komma. Und jetzt haben wir leider noch ein kleines Problem, noch eine kleine Subtilität, wenn wir diese Expansion jetzt angucken. Also hoffentlich seht ihr das, dass wenn wir das jetzt expandieren, dann würde das expandieren in sowas wie Begin. Und dann geht wieder eine Klammer auf. Und dann innerhalb der Klammer auf ist zum Beispiel die Definition der verschiedenen Zeilen. Also zum Beispiel Zeile 10, Zeile 20 und so weiter. Und wenn man das sich jetzt genauer anguckt, dann sieht man, da ist genau ein paar Klammern zu viel. Wir wollen die Makro-Expansion nicht, da auch nochmal eine extra Liste hinzuzufügen, sondern wir wollen nur die einzelnen Elemente der Liste direkt hintereinander. Und deswegen müssen wir hier nochmal einen kleinen magischen Charakter hinzufügen, der genau das für uns macht. Der erlaubt uns diese Art von Splicing und macht genau, was wir wollen. So, das ist wie das raute Komma, aber es erwartet explizit eine Liste und gibt sie als Einzelelemente zurück und nicht als eine Liste. So, jetzt haben wir hier diese Basisform und wenn wir die jetzt ausführen, dann sehen wir, es gibt Hello World aus und das funktioniert einfach so. Und jetzt können wir zum Beispiel hier auch eine zweite Zeile hinzufügen, zum Beispiel aktuell wissen wir InnoPrint, also könnten wir jetzt hier hinzufügen, hier dieses zum Beispiel hinzufügen. Und so, wenn wir jetzt nochmal Line 10 aufrufen, Zeile 10, dann sehen wir, Zeile 10 wird ausgeführt, aber eigentlich würden wir erwarten, dass das Programm auch zu Zeile 20 direkt danach geht. Aber wir haben noch nicht gemacht, dass die Zeilen miteinander verbunden werden. Und das wird also unser nächstes Problem. So, what we need to do here is, well, after the command, you know, associated with the line happens, we need to stick in. Also, was wir nach dem Kommando jetzt machen müssen, ist, dass wir die nächste Zeile aufrufen müssen. So, wie machen wir das? Um die nächste Zeile zu produzieren, brauchen wir die Zeilennummer der nächsten Zeile, aber die wissen wir nicht. Wir wissen nur die aktuelle Zeilennummer. Und wie wir das machen, ist, dass wir jetzt über eine weitere Liste iterieren. Und zwar nehmen wir einfach die ursprüngliche Zeilennummer-Liste, aber wir verschieben sie um eins. Ja? Also, so dass wir... Dazu benutzen wir die Listenfunktion kudder, die das erste Element der Liste entfernt. Und das gibt uns das. Und jetzt wird natürlich Map sich beschweren, weil die Listen nicht länger dieselbe Länge haben. Jetzt müssen wir dieses Element appenden. Weil da keine Zeile mehr nach der letzten Zeile ist, muss ich noch ein in Klammern false einfügen. Ja, das können wir. We need to of course make sure that now that we're mapping. So natürlich zu berücksichtigen, dass wir jetzt über drei Listen und nicht über eine mappen. Additional parameter here, right? And now we could. Jetzt können wir sagen call next line. And I could jetzt kann ich noch einfügen, call to format it. And pass next line number. Das wäre jetzt aber reine Abstraktion. Kind of so wir können es natürlich auch nur extrahieren zu seiner eigenen Funktionsdefinition.
copy it one last time. Stick it up here. Now there's two subtleties. Halten. Get rid of this obsolete comment here. Jetzt, die wir beachten müssen, um diese Funktion zu berufen. Make line. Make line name. Of course we need to pass in the line number. Jetzt müssen wir natürlich die line number einfügen. But we need to pass in one more thing because this basic here that you see here. Also dieses Basic, was da gerade angefangen wird, referenziert natürlich auf das Basic. But that's no longer in scope because we're outside of its parentheses. So we also. Wir müssen natürlich auch als Argument einfügen. The context used by Racket to make sure that the definitions appear. Dieses Kontext, der Kontextbefehl macht, stellt sicher, dass die Argumente in dem richtigen Reihenfolge suchen. We have this, great. And then we can. Dann können wir die beiden calls and turnen. And call. Und jetzt können wir rufen, call and make line name. Das basic thing können wir dann, also das basic teil können wir dann call and make line number, zeigen nochmal. Das machen wir dann nochmal hier. I'm sorry, it's called make line name. Das heißt natürlich make line name. And we'll do the same thing here. Call it. Make line name hier auch nochmal rufen. Remove all the CRUD. Hier nochmal duplizieren. We have a nice call. Of course, well, we'll get to the fact. Natürlich, jetzt kommen wir zu dem Fakt, dass es kein Call ist in einem Moment. One more aspect of macro expansion. This definition up here of make line name. Diese Definition make line name ist nur eine reguläre Prozedur. We want to call it from the macro expansion process. So essentially at compile time or at macro expansion time. Es it's just a regular runtime function. It will not be es wird nicht verfügbar sein, bis runtime passiert. And in order to tell Racket, no, this is a function, please make it available to macro expansion. Yeah. We need to replace the okay. Define by define. Bitte müssen syntax. Wir müssen es definieren, dass es für die Syntax verfügbar ist. Okay. Eine andere Sache. So, one more thing. Das ist natürlich kein Aufruf bisher. Um einen Aufruf zu haben, müssen wir in Klammern haben, um den Namen der nächsten Zeile. Also mache ich das jetzt. Ich mache die Klammern so und dann habe ich das mit dem Hash, Komma, mit der Raute Komma davor. Jetzt ist noch nicht ganz fertig. Denkt da, Next Line Number kann auch false sein. Und dann haben wir keine Funktion, die wir aufrufen können. Wir müssen also hier eine Fallunterscheidung machen. Wenn es eine Next-Line-Nummer gibt, dann, das ist eine gute Funktion, die wir aufrufen können, das ist die nächste. Und andernfalls, void, also eine Funktion, die absolut nichts macht, die ist eingebaut in Racket. Okay, lass uns das probieren. Okay, ja. Es sagt, nächste Line-Nummer, Referenz ist nicht, konnte nicht identifiziert werden. Lass uns es nochmal probieren. Oh, jetzt geht's durch. Dann lass uns das sehen. Wir haben dieses Programm mit zwei Zeilen drin. Wir rufen Zeile 10 auf. Ja, jetzt ruft es beide Seiten auf. Es läuft. Wir haben einen kleinen Fehler gemacht bei der Implementierung von Print. Wenn man Print aufruft, dann drückt es auch einen Zeilenumbruch am Ende aus. Also gehen wir hoch and stick und machen da noch eine New Line dazu. Und das sollte funktionieren. Wir machen das nochmal. Und hier sehen wir den Ausgabe, so wie wir sie wollten von Anfang an. Jetzt haben wir ein einfaches Programm mit mehreren Zeilen und jede Zeile kommt nacheinander. Was passiert als nächstes? Here we can already see what might be next, which is the berühmte go-to-Funktion, wo man einfach irgendwo hinspringt, ohne dass man irgendwie weiß, was davor passiert ist. So, if we look at, wenn wir also unseren Code anschauen, we can see that go-to is going to require dann sehen wir, dass go-to eine besondere Behandlung braucht. Wir implementieren nicht nur einfach drin, weil die Sache so ist, dass wenn man ein Go-To implementiert, dann sollte da kein Call-Next-Line sein. Weil das natürlich in einem Zusammenhang. Jetzt wird es ein bisschen ungemütlich in dieser langen Funktion. Deshalb werde ich den Code, der ein
das in eine eigene Funktion implementieren. Wir werden sehen, wie das funktioniert. Define for syntax, eine Funktion, die von einem translate command. Wir geben da hinein Kommando, den Befehl, den originalen Befehl. Und den müssen wir in Racket Code übersetzen. Die Idee ist, dass wir den Körper dieser Funktion produzieren. Also müssen wir auch CallNextLine da rein übergeben. So, das machen wir hier. Cool. Jetzt behalten wir das alles sehr einfach. Wir behalten die Definition von dort oben. Erinnert euch, wir können nur eine Form pro Zeit nacheinander haben. Wir können also zwei Formen in eine kommen zusammenpacken, indem wir vorher beginnen schreiben. Additional functionality. So, jetzt wollen wir hier keine neue Funktionalität, sondern wir übersetzen einfach. Deswegen translate command und dann command und rufen die nächste Zeile auf CallNextLine. Okay. Dann alle Klammern richtig einsortieren. Da sind ein paar Klammern inzwischen. Und gucken wir mal, ob das funktioniert. Und ja, das Programm läuft so wie vorher. Wir wollen also GoTo besondere Behandlungen geben. Um das zu tun, wollen wir das Kommando angucken und schauen, wenn das ein GoTo-Kommando ist, dann müssen wir was Besonderes machen. Ansonsten gehen wir einfach zu dem Code, den wir schon geschrieben haben. Also Syntax Pass Command. Und jetzt mache ich hier einen Pattern, eine Schablone. Wenn es GoTo ist, dann Line Number, da ist eine Zellnummer. Und wenn dann die Integer angucken. Und in allen anderen Fällen den Teil, den wir schon kennen. Also jetzt gibt es hier einige Probleme, einige Fälle und die probieren wir einfach alle aus. Zuerst den ersten, dann den zweiten und bis irgendeiner passt. Und der passt, der wird ausgeführt. Das hier ist ein Wildcard-Pattern, das einfach alles matcht, was man so findet. Okay, in diesem Fall, wenn es ein GoTo ist, dann gibt es eine besondere Besonderheit. Das ist hier nur Pattern Matching, also wenn ein Name GoTo ist, dann haben wir ein Problem, also wenn wir wollen, dass das Wort GoTo hier steht und nicht mehr irgendwie ein Name. Ansonsten kann das Programm falsch zusammengebunden werden. Um das zu sicherzustellen, müssen wir einen Magic Clause hinschreiben. Wenn das Wort GoTo irgendwo hier auftaucht, dann wollen wir wirklich das Wort GoTo dort haben. Also alle besonders behandelten Befehle müssen wir diesen Befehl Kommando hier genau wörtlich nehmen. Wenn da also ein GoTo ist, dann wollen wir einen Aufruf generieren auf die Prozedur, die diese Zeilennummer betrifft. Und diesen Namen bekommen wir durch makeLineName. Jetzt ist es das Kontextargument, das haben wir hier nicht. Wir müssen also einen neuen Parameter hinzufügen, nämlich Kontext. Und zwar als Basic. Okay, und das haben wir hier. Und dann können wir makeLineName mit Kontext und LineNumber aufrufen. Okay. Und das ist aber nur der Name der Prozedur. Wir müssen also noch einen Index machen, was da passiert. Also wieder Raute und Raute Komma. Und den Namen da können wir. Mal schauen, ob es irgendwas macht. Oh, da ist eine Fehlermeldung. Ja, ich bin wieder in dieselbe Falle gelaufen. Line Number ist eine Pattern-Variable. Es ist also nur innerhalb der Hashbank gültig. Also Raute Anführungszeichen um. Wir benutzen es aber wie eine normale Variable hier. Und deswegen müssen wir wieder Hashbank Backward da, also die Raute Anführungszeichen davor schreiben. Es wirkt vielleicht verwirrend, aber wenn du es ein bisschen mit Makros gearbeitet hast, dann wirst du das Gefühl dafür bekommen. Und die Fehlermeldungen erkennen.
erkennen. Hier sagt es ja auch, die Pattern-Variable kann nicht außerhalb eines Templates benutzt werden. That occurrence here of line number nicely refers to that. Genau, und line number referiert hier auch zu. Okay. Mal schauen, ob das klappt. Hier ist eine Regel, die ich vergessen habe, aber die fehlt an meiner Erinnerung. Literally is unbound in Phase 0. Phase 0 ist die Laufzeit. Ich mache mir jetzt nicht so viel Sorgen, aber das bedeutet, GoTo hat keine Definition. Wir sind aber nicht in der Definition interessiert, weil wir wollen das nur übersetzen in irgendwas anderes. Deswegen machen wir eine Dummy-Definition, die einfach false ist. Da gibt es eine Reference zu diesem GoTo. Wenn es dann eins gibt, dann wird unser Syntax-Parser das erkennen. Mal schauen. Wir versuchen nochmal das Programm laufen zu lassen. Das ist schön. So, dann ist es jetzt Zeit, dass ich hier ein richtiges Basic-Programm einfüge in den Source Code, damit ich es nicht immer wieder neu tippen muss. Wir schreiben das mal so. Und um zu sehen, dass es funktioniert, werden wir jetzt mal hier eine Zeile einfügen, die heißt go, gehe zu 40 und das ist jetzt die 30. Und dann machen wir eine neue Zeile 40, die zum Beispiel sagt, das Ende, the end. So, jetzt ist das Programm fertig. Mal gucken, ob das ausprobiert. Wir rufen das jetzt auf und sehen tatsächlich, hallo Welt, das Ende ist, überspringt also Zeile 30. GoTo funktioniert jetzt. So. Was als nächstes? Wir können jetzt einfach neue Kommandos hinzufügen, aber natürlich, manche sind ein bisschen problematischer als andere. Eins, das zum Beispiel ein bisschen problematisch sein könnte, ist die Zuweisung von Variablen. Also, wir könnten jetzt hier zum Beispiel a ist gleich 42 haben. Das würde eine Variable erstellen, die a heißt, und die könnten wir dann nachfolgend benutzen. Das ist dann ein bisschen anders vielleicht, in Lisp muss der Operator davor sein und außerdem müssen wir dieses Doppelpunkt ist gleich benutzen, um die Verwirrung mit dem Gleichheitszeichen ohne Doppelpunkt zu vermeiden, was der Gleichheitsoperator ist. So, wir werden jetzt also die gleiche Technik benutzen, die wir vorher schon benutzt haben. Wir werden also hier zum Beispiel bei dem literal GoTo sagen, dass wir das nur benutzen wollen, wenn da auch wirklich nur ein Doppelpunkt ist gleich ist. Und das muss also ein Identifikator sein. Also es muss ganz klar sein, dass da ein Identifikator ist und auf der rechten Seite kann dann irgendein Ausdruck sein, den wir haben wollen. So, haben wir das jetzt also. Und jetzt müssen wir nur ein Stück Code generieren, was damit funktioniert. Und in Racket macht man Zuweisung mit dem Operator Set-Ausrufungszeichen. Das Ausrufungszeichen wird in Lisp anscheinend als Bang ausgesprochen. Und das heißt, wir benutzen jetzt diese beiden Pattern-Variablen, diese Muster-Variablen, und sehen, Mist, hier ist jetzt wieder was schiefgegangen. Den gleichen Tick mit dem GoTo müssen wir jetzt hier oben auch nochmal für das Doppelpunkt ist gleich benutzen. Das ist eine Dummy-Definition. Und jetzt haben wir hier noch ein kleines Problem. Da heißt es, dass A ein ungebundener Identifikator ist. Und woran liegt das? Naja, Racket unterscheidet zwischen der Bindung eines Identifikators, also klarzumachen, dass er existiert, und der Erstellung danach. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das heißt, wir könnten diese Fehlermeldung wegmachen, indem wir vorher den Wert A zu irgendeinem Dummy-Wert definieren, aber das ist natürlich jetzt nicht mehr basic, weil das... So, wenn wir da jetzt diese zusätzliche Definition brauchen, es wäre nicht mehr Basic. In Basic könnten wir einfach diesen Identifikator erstellen, indem wir ihn zuweisen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie vorher ein Set an Variablen generieren, damit wir wissen, was für Definitionen wir brauchen und die wir dann benutzen können. So, um diese Definition zu generieren und wie wir das machen, brauchen wir ein Set an Variablen, das Programm wird halt beginnen, indem es alle Variablen sammelt, die in einem Kommando benutzt werden. Dazu definieren wir erstmal eine Funktion hier, die nennen wir mal Variablen sammeln, collect variables,
und übergeben ihr ein Kommando. Und nicht nur ein Kommando, sondern auch, weil wir quasi eine Liste, beziehungsweise eher ein Set an Variablen, weil eine Variable kann ja mehrmals erscheinen. Das heißt, wir werden zum Beispiel sowas wie ein It-Set, ein Identifikatoren-Set benutzen. Das werden wir gleich definieren. Und Racket hat eine Bibliothek, die uns erlaubt, diese Sets an die Identifikatoren zu erstellen. Diese Bibliothek werden wir jetzt einmal hier oben einfügen. Die nennt sich syntax-itset und die erlaubt uns, mit diesen Sets umzugehen. Und jetzt werden wir halt in diese Kommandos reingucken müssen, deswegen benutzen wir wieder die gleiche Syntax-Parse, die wir auch schon da oben benutzt haben. Wir haben verschiedene Literale, die wir benutzen. Mit GoTo ist da zum Beispiel keine Variable drin. Das interessiert uns nicht. In diesem Fall geht es uns insbesondere um die Zuweisung, also das Doppelpunkt ist gleich. Und wie funktioniert das jetzt? Also in diesem Fall, was wir machen müssen, ist, dass wir diese Funktion freeItSetAdd benutzen müssen, zusammen mit dem Set und einer Variable. So. Und alles andere, naja, da machen wir einfach gar nichts. Da rufen wir einfach diese Void-Funktion, die leere Funktion auf und machen gar nichts. So, okay. Und jetzt müssen wir diese Variablen-Sammeln-Funktion aufrufen vor jedem Kommando. Das machen wir jetzt hier oben direkt in unserer Basic-Basis-Definition. Und das heißt, wir rufen hier dieses Set auf, dieses It-Set. Und rufen jetzt eine Funktion auf, die einen nervigen Namen hat, die nennt sich Mutable It-Set, also das bearbeitbare, freie Identifikatoren-Set. Und da gibt es eine Unterscheidung, ob Identifikatoren frei oder gebunden sind, aber das ist für uns erstmal nicht so wichtig, aber dieses hier wird funktionieren. Und was wir jetzt also machen wollen, ist, dass wir diese Collect Variables, die Variablen-Sammelfunktion, aufrufen wollen und übergeben ihr dieses It-Set, was wir erstellt haben. Und wir haben aber natürlich nicht nur eine Variable, sondern wir haben mehrere Variablen und Kommandos. Das heißt, wir rufen jetzt hier einmal nochmal Command mit Punkt, Punkt, Punkt auf, verwandeln das wieder in eine Liste wie vorher und jetzt können wir eine eingebaute Funktion namens for each, also für jedes, aufrufen, dass diese Funktion einfach auf jedes Argument, auf jedes Kommando in dieser Liste aufruft. So, genau. Und das nimmt alle Variablenzuweisungen und erstellt daraus die Variablen und ignoriert alles andere. So, jetzt haben wir also einen Satz an Variablendefinitionen. Jetzt müssen wir aber erstmal diese Definitionen erstellen. Das machen wir, bevor wir den tatsächlichen Code des Basic-Programms aufrufen. Und dazu benutzen wir wieder eine Map, die wir benutzen, um über alle Variablen zu iterieren. Und was wir da machen würden, ist, dass wir gerne über dieses itset iterieren würden, aber itset ist keine Liste, deswegen können wir das grundsätzlich nicht. Deswegen benutzen wir eine free itset to list Funktion, die das Ganze in eine Liste verwandelt. Und um jetzt diese Dummy-Definition zu machen, brauchen wir wieder hier einen Syntax-Block, den wir erstellen mit der Variable und standardmäßig setzen wir den Wert der Variable auf falsch. So, jetzt müssen wir uns wieder erinnern, dass das bei dem anderen Map-Aufruf musste das verwandelt werden in eine leere Sequenz ohne Klammern. Und das müssen wir jetzt hier oben auch genauso nochmal machen, diese komische Magie mit diesem Raute, Komma-Add, dass alle diese Definitionen in die Sequenz an Kommandos aufdröselt. So, jetzt sagt uns der Code, diese Variable ist schon definiert, man kann nicht mehrere Definitionen haben, das ist ein gutes Zeichen. Und jetzt löschen wir das und kompilieren es nochmal und das sieht gut aus. Und jetzt sehen wir, dass da eine Variable ist, die erstmal als falsch definiert ist, beziehungsweise gebunden ist. Und jetzt probieren wir mal das Programm auszurufen. Wir fangen mit Zeile 5 an. Woran liegt das denn? Das weiß ich jetzt nicht. Woran könnte das liegen? Naja, wir können uns jetzt mal A angucken. A hat jetzt den Wert 42. Wir wissen nicht genau warum, aber... So, das heißt die Übersetzung. Und da sehen wir jetzt, wir haben was vergessen. Das setzt nur die Variable, aber es macht nicht weiter mit dem Programm. Wie der Rest der verschiedenen Werte macht das. Deswegen müssen wir hier nochmal so einen Begin hinsetzen und dann diese
Call Next Line Methode. Und jetzt gibt das tatsächlich den Wert der Variable aus. So, jetzt haben wir Variablenzuweisungen in unserem Programm. Als nächstes kommen Conditionals, sogenannte, also konditionelle Ausführungen. Darunter ist vor allem das If, das Wenn-Statement. Da ist zum Beispiel, kann man hier vergleichen, wenn eine Variable einem Wert entspricht, dann kann man eine Sache machen oder andernfalls kann man eine andere Sache machen, wie zum Beispiel B auf 1 oder B auf 2 setzen. Und jetzt geben wir hier unten nochmal B aus, um zu gucken, was erstellt wurde. So, jetzt müssen wir dieses if-Kommando, dieses when-Kommando natürlich wieder übersetzen und gehen deswegen wieder in unsere Kommando-Übersetzungsfunktion und erstellen ein weiteres Pattern, um das if-Kommando zu erkennen und haben da eine Test-Expression, also ein Test, der durchgeführt werden muss für die when-Expression, die Ausdruck und dann die beiden Codeblöcke, die eventuell ausgeführt werden. So, der then-Zweig und der andernfalls-Zweig, die müssen auch beide ausgeführt werden. So. So, dieses if jetzt hier, das ist jetzt ein racket if und nicht eins aus unserer Basic-Sprache. Und wenn der Test wahr ist, dann wollen wir das Ergebnis der Kommandoübersetzung, das heißt, wir tun da nochmal ein Raute Komma davor und benutzen den Kontext, den aktuellen Kontext des Kommandos und machen hier nochmal einen Raute Backtick dahinter für dieses wenn und dann im anderen Fall benutzen wir genau das gleiche und da benutzen wir auch wieder das racket else und jetzt geben wir das aus und haben erstmal einen Fehler, weil b ungewohnt ist. Naja, woran liegt das? Naja, wir erstellen Definitionen für Variablen, aber bisher gucken wir uns nur an Zuweisungen an, die am Anfang passieren, auf der ersten Ebene passieren. Das heißt, wir müssen jetzt Variablen schon am Anfang erstellen, auch wenn sie in Untercode-Blöcken sind, nicht nur, wenn sie auf der ersten Ebene sind. Das heißt, bei den Literalen hier müssen wir auch dieses if hinzufügen und das hier jetzt einmal runterkopieren. Und was wir jetzt also machen müssen, ist die Variablensammelfunktion nochmal rekursiv auf die unteren Zweige aufzurufen. Zum Beispiel hier mit einmal dem then-Zweig, dem dann-Zweig und einmal mit dem else, also dem andernfalls-Zweig. Und die jeweils auch dem it-Set hinzufügen. So, wir probieren das nochmal. Es hat immerhin keine Fehler. Und wir zeigen jetzt nochmal unser Programm und wenn wir es jetzt aufrufen mit Zeile 5, dann, hey, kriegen wir das, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Da sehen wir, da ist die Nummer 1, das kommt hier aus dieser Zuweisung und B wird ja auf 1 gesetzt, wenn A 42 ist und A ist tatsächlich 42. Wenn wir A jetzt auf 41 setzen beispielsweise und das nochmal ausführen und Zeile 5 ausführen, dann sehen wir, dass es jetzt eine 2 ausgibt, weil es der andernfalls Zweig ist, der aufgerufen wurde. So, lass uns das mal kurz zurückändern und abspeichern. So, wir werden noch eine Funktion hinzufügen, die ist nicht nur ein Kommando, sondern drei Kommandos und die nennt sich grundlegende Subroutinen. Wie könnte das aussehen? Naja, zum Beispiel, wenn wir jetzt hier eine Zeile 5000 haben, könnte man nochmal die db-Variable ausgeben und dann in Zeile 1010 geben wir ein Return-Statement an, um zurückzugehen. Basic hat grundsätzlich keine Funktionen, wie wir sie kennen, sondern Methoden haben einfach nur diese Subroutinen. Das heißt, wir können die Ausgabe von b einfach aufrufen, indem wir hier zum Beispiel in Zeile 8 gehe runter 1000 und die Idee ist, dass er dann zu Zeile 1000 springt, zu diesem Print B und dann zurück zur ursprünglichen Stelle kommt mit diesem Hello World und dass das zu Ende ist. Und das kann man natürlich auch mehrmals aufrufen. Okay, so. Dann werden wir das jetzt mal versuchen. Das sind zwei Kommandos. Einmal go sub und einmal return. Also gehe in eine Subroutine und komme wieder zurück. So, müssen wir jetzt natürlich etwas machen mit der Kommandoübersetzungsfunktion. Da fügen wir diese Funktion erstmal hinzu und machen erstmal noch ein paar Dummy-Funktionen, um die Fehlermeldungen zu vermeiden. Und
Wir sehen jetzt hier, dass GoSub ist ja eigentlich dem GoTo sehr ähnlich. Wir müssen auch einfach zu einer anderen Zeile springen. Das heißt, wir können das hier dazufügen und wir müssen jetzt also einen Aufruf erstellen, wie mit GoTo. Das heißt, wir duplizieren das einfach mal genauso, wie es da oben ist. Der Hauptunterschied ist, dass wir, nachdem der Aufruf fertig ist, nachdem der abgeschlossen ist, dann danach müssen wir weiter mit der nächsten Zeile machen. Aber zum Glück wissen wir, dass wir genau wissen, wo diese nächste Zeile ist. Die ist da oben. Das heißt, wir rufen jetzt einfach mal hier dieses Call nächste Zeile aufrufen an. Das ist der einzige Unterschied von der Subroutinenfunktion. Und außerdem brauchen wir jetzt noch die Definition für Return. Und wenn diese Return, also die Zurückgehen-Funktion, aufgerufen wird, die geht nicht zur nächsten Zeile, sondern sie macht tatsächlich einfach gar nichts. Sie wird einfach zurück zu der Zeile nach dem ursprünglichen Gehe in eine Subroutine auf. So, wir probieren mal schnell aus, ob das funktioniert. Und sehen, da kamen jetzt ein paar Zahlen raus. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das Programm genau gemacht hat. Da wurde eine Subroutine aufgerufen, wo B ausgegeben wurde und dann wieder zurückgekommen wurde. Und eigentlich sollte das Programm jetzt hier beenden bei the end, aber es hat da unten doch noch den Print ausgeführt. Aber das ist jetzt eine Aufgabe für euch, die Zuschauer, mal zu gucken, wie ihr das machen würdet. So, jetzt haben wir eine grundsätzliche Idee davon, wie das Ganze funktioniert, und ihr wisst wahrscheinlich, wie ihr den Rest machen könntet. Und ich habe euch auch gezeigt, wie man eine ungefähre Basic Syntax hinkriegt, aber wir haben noch ein paar Minuten, das zeige ich euch jetzt. Wir wissen jetzt nur, was eine Provide, eine Gebungsform. Wir müssen jetzt noch die Basic-Form ergeben. Wir müssen jetzt noch zu And save that file, and then we're done with that part. So, für die wirkliche Basic-Syntax, es gibt keinen Weg um den Parser herum. Wir haben nicht genug Zeit, um das zu tun. Also, hier ist eine Datei, die Basic-Reader genannt wird, also Basic-Leser. Es gibt eine Funktion, die ParseLine genannt wird. That's just later that value will be provided by the racket. Das andere Argument ist nur eine Referenz auf eine offene Datei. Wir sagen jetzt einfach open, öffnen den Input String und gib aus a plus 1. Und wir sehen, es gibt zurück. Was wir oben eingefügt haben, gibt es zurück. We just need to hook this up to the rest of the racket system, and for that we need to write a little boilerplate. Wir müssen seine goldene Heizerplattenfunktion schreiben. Diese Funktion heißt parse program. Does the same thing as parse line, but for an entire program, do this. So wollen wir noch das Ergebnis in einfügen. Jetzt müssen wir noch eine Moduldeklaration erschaffen für Basic. Es importiert die Racket-Sprache. Es importiert den Code, den wir jetzt gerade geschrieben haben. Es ist und zwar in dem Racket, also in dem Basic RKT, in der Basic RKT-Datei. Jetzt splicen wir das Ergebnis ein. You might have noticed that the back quote up here and the comma at here doesn't have a hash with it. It doesn't create syntax. Es erzeugt keine Syntaxstruktur, sondern eine ganz normale syntax object, and for that we use a function. Jetzt nehmen wir eine Funktion, die heißt Datum nach Syntax. Just pass false here for the context. That's enough. Make sure that all the parentheses line up. Jetzt müssen wir noch diese Funktion exportieren.
Wir nehmen einen leicht unterschiedlichen Namen. Wir nennen es einfach Syntax, also Syntax lesen. Das werden wir später merken. Jetzt speichern wir die Datei. Jetzt können wir das loben. So in order to try this out, I've prepared another little example file called Basic Demo Syntax. Also jetzt habe ich noch eine Datei erzeugt, sie heißt Basic RKT. So, wir haben jetzt so einen Basisleser hier, mit dem wir dieses Beispielprogramm jetzt einmal laden können. Wenn wir das jetzt einmal ausführen mit der Zeile 10 Funktion, dann sehen wir, dass es mehr oder weniger funktioniert. So, Apisoft ist nur ein ganz kleines bisschen anders als normales Racket und man kann wirklich jede Sprache, die man will, mit dem Racket-System implementieren. Es ist nicht nur für Spielzeuge oder so, sondern man kann damit auch verschiedene Software-Architekturen oder die Notation für Dokumentation, das kann man auch im Racket-System machen. Es gibt sehr viele Dokumentationen und Beispiele und Tutorials. Und wir haben man kann natürlich die gleiche Methode auch benutzen, um Sprachen, die für die Lehre gedacht sind, zu erstellen. Ich hoffe, das hat euch jetzt motiviert, mal das Racket-System auszuprobieren. Wieder probiert gerne, guckt euch gerne das GitHub-Repository an, wo all der Code ist, oder schreibt mir eine E-Mail, falls ihr interessiert seid an diesem Zeug. Und ich bin sehr gespannt auf einige Fragen und Feedback. Okay, danke vielmals. Danke Mike für den Talk und dafür uns einzuführen zu Racket, uns das mal zu zeigen und dass du uns gezeigt hast, wie man eine Sprache dort implementiert. Ich habe schon gesehen, dass im Chat schon einiges an Diskussion war, aber wir haben noch ein paar Fragen für alle. Und wir fangen an mit einer Frage von irgendjemandem. Und die Frage ist, warum benutzt man diese Makros anstatt einfacher Funktionen? Weil die Person denkt, man kann auch einfach Funktionen benutzen, um Prints zu produzieren. Ja, diese Frage wurde gefragt, direkt nachdem ich Print gezeigt habe. Es referenziert nicht den Rest. Und ja, das stimmt. Print könnte auch einfach eine Funktion sein. Aber es gibt viele Dinge, die tatsächlich einfach Funktionen sein könnten, die nicht Makros sein müssten in Racket. Aber, und Print ist definitiv eine davon, aber dann hätte ich es nicht benutzen können, um euch zu zeigen, wie ein simples Makro funktioniert. Die restlichen Makros, die ich gezeigt habe, sind erheblich komplizierter. Deswegen dachte ich mir, ich mache mal erstmal ein einfaches. Sehr gut. Dann lass uns weitergehen. Da sind die ganzen Unterschiede zwischen Bindings und Operatoren, Bindungen und Operatoren. Interpreters to quote unquote, it would be I wouldn't. Es wäre super, wenn du zeigst, was. Ja, okay, es ist ein bisschen verwirrend, dass es unterschiedliche Arten von Variablen gibt und ich hoffe, durch den Talk gab es da genug unterschiedliche, dass man sehen kann, was der Unterschied ist. Der Grund dafür ist, dass es hier ein fortgeschrittenes Makrosystem ist und das einfache Makrosystem in Racket, die Konstruktion dafür ist ganz simpel und kennt nur die Pattern, die Mustervariablen, wenn man nur damit arbeitet. Aber wenn man kompliziertere Makros schreiben will, wie unsere, dann wird man natürlich sowohl Pattern-Variablen als auch normale Variablen kennenlernen müssen. Aber es gibt auch wirklich nur diese beiden und man versteht das relativ schnell, wenn man damit eine Weile arbeitet. Okay, dann gibt es einen weiteren Kommentar, der sagt, all das Wechseln zwischen Raute Backquote und Raute erinnert die Person an an den Mathe-Modus in LaTeX. Ja, das ist eigentlich ein guter Vergleich. In LaTeX, wenn man ein Dollar-Symbol einfügt, dann geht man in einen anderen Syntax-Block, in eine ganz andere Welt und dann kann man da wieder rauskommen, indem man zum Beispiel wie TextRM als Kommando benutzt. Das ist genauso ein sehr ähnliches Konzept, eine ähnliche Idee.
wie in Racket, dass man in den Syntax-Konstruktion-Modus geht und dann wieder rausgeht in normalen Code und dann kann man ihn wieder in ihn reingehen, dass man das halt so rauspoppen und reinpushen kann. Die unendlichen Schildkröten. Die nächste Frage ist, ob man die Kontrolle über die Laufzeit der Sprache hat in Racket. Ja, also ich verstehe, ich sehe auch, die Frage ist ein bisschen länger und geht auch auf Memory Management ein, also den Speichermanagement. Also Racket gibt einem tatsächlich sehr viel Kontrolle über die Laufzeit. Es hat eine extrem flexible Laufzeit, vielleicht sogar die flexibelste Laufzeit, die es überhaupt gibt für eine Programmiersprache. Insbesondere, wenn es um Kontrollstrukturen geht. Also Makros sind ein Aspekt davon, ist ein Aspekt der Flexibilität von Racket. Aber das andere ist auch, dass es eine delimitierte Kontrollstruktur wird. Das heißt, man kann Exceptions und Threading und solche Sachen innerhalb der primitiven Konstruktionen innerhalb der Sprache benutzen kann. Es gibt einem nicht die Kontrolle über Speichermanagement. Man kann ein bisschen beeinflussen, wie Racket mit Speicher umgeht, aber es gibt einem nicht die Kontrolle darüber, ob es interpretiert oder kompiliert ist. Man kann aber natürlich auch eine interpretierte Sprache schreiben. Es gibt eine Menge Beispiele, die mit der Racket-Sprache kommen und dem Paket aus ganz vielen verschiedenen Sprachen. Es gibt zum Beispiel eine Haskell-artige Sprache, wo der einzige Unterschied ist, dass es eine Klammerung hat, und das Racket-Basissystem hat auch eine Sprache, die funktionale reaktive Programmierung benutzt, wo man halt live alle Variablen sich ändern sehen kann, während das Programm ausgeführt wird. Die nächste Frage ist von Decoder. Hast du einen kompletten Basic-Interpreter in Racket geschrieben und wie ist er im Performance-Vergleich mit einem traditionellen Interpreter? Ich habe ein bisschen mehr interpretiert, als ich gezeigt habe, aber ich habe nicht alle Funktionen von Applesoft inklusive Grafik implementiert. Aber wie man sieht, ist, da es in Makros implementiert ist, ist es im Endeffekt ein Compiler und es würde wahrscheinlich performancemäßig ganz gut im Vergleich sein und eventuell einen Vorteil haben gegenüber Basic Interpretern. Es ist natürlich ein Äpfel zu 40 alte Jahre alte Pflaumen-Vergleich und kein Apfel zu Orangen-Vergleich, aber die Applesoft-Implementierung und die Basic-Implementierung, die hier implementiert wurde, ist verhältnismäßig schnell. Die nächste Frage ist von Proless. Denkst du, dass Racket mit dem flexiblen Makrosystem besonders gut für das Bauen von Sprachen gedacht ist? Ja, es ist das beste System in der Welt, um Sprachen zu bauen. Und in meiner kommerziellen Arbeit, wenn wir eine DSL, eine domänenspezifische Sprache erstellen müssen, dann ist Racket meistens involviert in der Designstufe und häufig auch in der Produktionsstufe. Racket ist ein Nachkomme von Lisp. Und wenn man also mit einem traditionellen Lisp wie Clojure arbeitet, das hat auch ein Makrosystem, aber die Makrosysteme von traditionellen Lisp-Systemen sind wesentlich weniger stark und machtvoll wie in Racket. Und da gibt es zwei Unterschiede. Die Syntax von traditionellen Lisp ist nicht so gut, um die Quellcode-Informationen zu erhalten, was in vielen domänenspezifischen Sprachen nicht so gut geeignet ist. Und das andere ist, es arbeitet sehr gut mit Hygiene. Da haben wir im Talk nicht drüber geredet, weil da gibt es sehr viele Talks und Papers drüber, über Hygiene. Aber das ist häufig so, dass wenn man ein Makro schreibt, muss man neue Namen erfinden, die nur temporär sein sollen. Und wenn man das macht, muss man immer sehr aufpassen in einem normalen Lisp-System, während es in Racket komplett automatisch ist. Und die Subtilitäten, die ich gezeigt habe, das ist eigentlich alles, worauf man groß aufpassen muss. Ich glaube nicht, dass es da viel mehr gibt, wo ich von Tag zu Tag viel mitarbeiten muss. Und im traditionellen Lisp-System müsste man sowieso auch viele Gedanken über Hygiene machen. Und das gibt einem automatisch ein Machtlevel mehr gegenüber normalen Lisp-Systemen darüber, wie crazy Sachen man machen kann mit seinem Lisp-System.